Larry Butts will es uns zeigen, hier bei Phoenix Wright Trials and Tribulations, mit dem Beweis, dass Iris flog. Als ich bei der Dämmerbrücke ankam, war sie schon weg. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, also suchte ich fieberhaft überall nach ihr. Dabei habe ich diese schöne Kristallkugel gefunden. Sie war halt mit Schnee bedeckt. Ich bin mir sicher, dass Iris einfach eine Ersatzhaube getragen hat. An jedem Abend hätte niemand sonst eine Kristallkugel verlieren können. Eine Kristallkugel. Diese hier. Schön, nicht wahr? Der Finder darf sie behalten. Diese Kugel. Wo hast du sie gefunden? Mal sehen. Ungefähr hier. Irgendwo. Mehr oder weniger. Und sie war halt mit Schnee versteckt? Es hatte da schon ziemlich aufgehört zu schneien. Aber es fielen immer noch ein paar Schneeflocken, als ich zur Brücke ging. Das Gericht akzeptiert diese Kristallkugel. Das ist meine, okay. Die will ich danach wieder zurückhaben. Da ist etwas an der Kugel, nicht wahr? Mein Gott, das ist ein Blutfleck. Was? Ein Blutfleck? Sorry, Leute. Frosch im Hals. Kristallkugel zurück, sagt hinzugefügt. Die gucken wir uns natürlich an. Den Larry da kümmert es überhaupt nicht, dass er Blut dran ist. Kristallkugel, am Mordabend, halb mit Schnee bedeckt, bei der Dämmerbrücke gefunden. Hat Blutspuren. Bereit, Edgy? Schon morgen früh wirst du mich Meister Larry nennen. Ja, das hört sich gut an. Keiner wird sich mich mehr rumschubsen. Wolltest du nicht vor ein paar Minuten noch Loris Dirksnim heißen? Du Mongo! Ja. Also, niemand hätte eine Kristallkugel verlieren können. Das ist völliger Unsinn. Völliger Unsinn. Da greife ich direkt an, denn wir haben Stab des Opfers. Einspruch. Larry. An jedem Abend. Jemand war dort. Jemand, der eine Kristallkugel verloren hat. Wirklich? Wer? Wer war dieser Idiot? Frau Elise Dirksnim, die Mentorin eines Vollidioten. Das Opfer? Ich habe hier ein Foto von ihr. Und am Ende ihres Stabes kann man eine uns bekannte Kristallkugel sehen. Hey, das ist mein Foto. Gib's mir zurück. Autsch! Eine Kristallkugel wie diese ist ziemlich leicht zu finden. Ich selbst trage so eine auf meiner Brosche. Die sieht nicht mal annähernd ähnlich aus. Jedenfalls, sehen Sie sich bitte das hier an. Das ist der Stab des Opfers, der am Tatort gefunden wurde. Ah, die Kristallkugel, sie ist weg. Was? Was soll das nur bedeuten? Wenn jemand an jenem Abend über die Brücke gesprungen oder geflogen ist, dann kann das jedenfalls nicht Iris gewesen sein, denn sie hat ihre Haube nicht getragen. Und was noch wichtiger ist, die Kristallkugel, die bei der Landebahn gefunden wurde, war auch nicht ihre. Das heißt, die Person, die geflogen ist und die Kugel wegwarf, war das Opfer, Frau Elise Dirksnim? Einspruch! Ein Dummkopf zusammen mit einem weiteren Dummkopf, dabei kann nur Dummes herauskommen. Erstens ist dieses Bild, das ich eher Gekritzel nennen würde, lächerlich. Menschen können nicht fliegen, deshalb ist es abgelehnt. Das kannst du nicht tun, ich hab's gesehen, mit meinen Augen, au! Und diese Kristallkugel. Sie ist nichts weiter als eine falsche Spur. Das glaubst du im Ernst? Denk darüber nach und du wirst sicher genauso denken, Miles Edgeworth. Elise Dirksnim war am Mordabend in ihrem Zimmer. Es gab keinen Grund für sie, zur Dämmerbrücke zu gehen.
Deshalb kann die Kugel nicht mit diesem Fall in Verbindung stehen. Das ist alles. Einspruch. Franziska von Karma. Die einzigen, die diese Erklärung akzeptieren, sind Dummköpfe und Clowns. Warum zeigst du auf mich? Die Kristallkugel des Opfers wurde am Mordabend in der Nähe der Brücke gefunden. Und du willst uns glauben machen, sie hätte nichts mit dem Fall zu tun? Einspruch! Diese Kristallkugel. Sie wurde nach dem Mord wahrscheinlich bei der Brücke weggeworfen. Nach dem Mord? Da ist doch Blut auf der Kristallkugel, oder nicht? Das liegt natürlich nahe, dass sie nach dem Mord weggeworfen wurde. Der Mörder legte sie dorthin, um die Ermittlungen von der Spur wegzulocken. Aus dem gleichen Grund fertigte er auch dieses lächerliche Bild an. Was? Du meinst, ich bin der Mörder? Ah, das stimmt nicht! Genug der Witze! Wann ist diese Kristallkugel denn in der Nähe der Brücke aufgetaucht? Bis das nicht bewiesen ist, glaube ich nicht, dass sie etwas mit dem Fall zu tun hat. Da hat sie recht. Es gibt keine Beweise, dass Elise Jürgsen am Abend den Hasakura-Tempel verließ. Wenn aber irgendwie bewiesen werden kann, dass diese Kristallkugel weggeworfen wurde, bevor das Opfer ermordet wurde, dann verwandelt sich dieser Fall in etwas ganz anderes. Ihre Antwort, Herr Edgeworth? Ich möchte Ihre abschließende Meinung zum Fundort dieser Kristallkugel wissen. Sollte sie nichts mit diesem Fall zu tun haben, war der von Ihnen gerufene Zeuge nichts weiter als eine übergroße Zeitverschwendung. Oh Gott. So, da bin ich wieder. Sorry dafür. Kann ich ja nichts wissen hier, wenn Telefon ist und so. Egal. Also, nichts weiter als übergroße Zeitverschwendung. Bereite dich schon mal auf eine angemessene Bestrafung vor, Miles Edgeworth. Kann ich es beweisen? Kann ich beweisen, dass die Kristallkugel vor dem Mord weggeworfen wurde? Ja, das kann ich. Wäre es unmöglich, hätten wir verkackt. Kann ich es beweisen? Darum geht es nicht. Ich muss es einfach beweisen. Das ist die einzige Möglichkeit. Das würde er tun. So würde es Phoenix Wright machen. Euer Ehren, erlauben Sie mir etwas zu beweisen. Ich werde beweisen, dass die Kristallkugel maßgeblich zur Lösung dieses Falls beiträgt. Was werden Sie tun? Der Ausdruck in deinen Augen. Der erinnert mich an Phoenix Wright, wenn er in die Ecke gedrängt ist. Das ist nicht überraschend. Denn in diesem Augenblick bin ich Phoenix Wright und bin in die Ecke gedrängt. Ich befehle Ihnen, Ihren Beweis vorzulegen, Herr Edgeworth. Ein Beweis dafür, dass die Kristallkugel wirklich vor dem Mord weggeworfen wurde. Das ist die Kristallkugel selber. Nimm das! Diese Kristallkugel, sie war halb mit Schnee bedeckt, richtig? Das ist richtig. Wenn es nicht aufgehört hätte zu schneien, wäre das Spiel aus gewesen. Der Schnee hätte sie dann komplett bedeckt. Das ist alles, was ich von dir hören wollte, Larry. Deine Aussage macht eine Sache ziemlich deutlich. Was? Als die Kristallkugel weggeworfen wurde, schneite es, wenn auch nur leicht. Es schneite. Andererseits wollen wir den Tatort genauer betrachten. Wie schon früher bewiesen wurde, liegt kein Schnee auf der Leiche des Opfers. Oh! Also, aus diesem Grund muss die Kristallkugel vor dem Mord weggeworfen worden sein. Was? Ruhe! Am Mordabend ist das Opfer tatsächlich zur Dämmerbrücke gegangen. Und dort ist etwas passiert, wodurch sich die Kristallkugel gelockert hat. Was könnte das gewesen sein? Diese Kugel, da ist doch Blut drauf, oder nicht? Erlauben Sie mir an diesem Punkt eine gewisse Möglichkeit zur Sprache zu bringen. Der eigentliche Tatort war in der Nähe des Fußes der Dämmerbrücke. Einspruch! Der Mord geschah also nicht im Innenhof des Hasakura-Tempels? Nur ein Dummkopf würde ein schwachsinniges Stück großer Dummheit vorbringen.
Wer ist hier der Dummkopf? Und welcher Teil ist so schwachsinnig, Franziska? Hast du denn die ganze Zeit über nichts aufgepasst, Miles Edgeworth? Die Schwester hat alles gesehen. Sie sah, wie die Angeklagte das Opfer im Innenhof des Hasakura-Tempels ermordete. Einspruch. Das ist nicht ganz wahr, oder? Genauer gesagt hat sie gesehen, wie die Mordwaffe aus dem Körper des Opfers gezogen wurde. Das ist doch das Gleiche! Nein, das ist es nicht. Hm? Du hast es selbst gesagt. Beim Eindringen der Klinge tritt nur sehr wenig Blut aus. Allerdings tritt sehr viel Blut aus dem Körper aus, wenn die Klinge herausgezogen wird. Wenn diese Aussage wahr ist, dann könnte die Dämmerbrücke sehr wohl der Tatort sein. Die Mordwaffe ist nicht entfernt worden, deshalb hat es auch nicht geblutet. Einspruch! Du vergisst eine wichtige Sache, Miles Edgeworth. Elise Dirksnims Leiche ist im Hasakura-Tempel gefunden worden. Zu Fuß braucht man 15 Minuten von der Dämmerbrücke bis zum Hasakura-Tempel. Und du schlägst vor, dass jemand die Leiche den ganzen Weg getragen haben soll? Ich bin so weit gekommen. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss nur die Möglichkeit beweisen, dass es so gewesen sein könnte. Wenn die Verteidigung bereit ist, würde ich gern eine Erklärung hören. Zeigen Sie uns, wie die Leiche des Opfers zum Hasakura-Tempel gebracht wurde. Wir zeigen... Nicht Tatort. Foto der Spuren. Ja, das tun wir. Nimm das. An jenem verschneiten Abend kann die Leiche nur auf eine Art und Weise transportiert worden sein. Mit dem Schneemobil. Ah! Wie wir wissen, wurde das Schneemobil an jenem Abend benutzt. Die Erklärung hierfür war, dass die Mordwaffe so beseitigt werden sollte. Aber es hätte auch zum Transport der Leiche benutzt werden können. Ruhe! Das ist völlig inakzeptabel, Miles Edgeworth. Du hast hier dein eigenes Grab geschaufelt. Was willst du damit sagen? Die einzige Person, die das Schneemobil benutzt haben kann, war die Angeklagte. Sie ist die einzige, die Leiche transportiert haben kann. Der Sarg ist zugenagelt. Du bist zu spät dran, Franziska von Karma. Und die Verteidigung hat tatsächlich etwas ganz anderes bewiesen. Wir haben bewiesen, dass in diesem Fall weitere Ermittlungen nötig sind. Was? Wo ist das Opfer, Elise Jöksnim, wirklich umgebracht worden? Wenn ihre Leiche transportiert wurde, dann aus welchem Grund? Und abschließend, was soll dieses Bild bedeuten? Du zerbrichst dir sogar darüber den Kopf? Solch eine Kreatur könnte niemals die Wahrheit sehen und auch noch beschreiben. Einspruch. Dieser Zeuge sitzt fürwahr für einem der niedrigsten Äste der Menschheit. Aber er würde nie eine Lüge verbreiten, die sein geliebtes Mädchen verletzen würde. Er hat das gezeichnet, also ist es etwas, das wirklich passiert ist. Die Verteidigung beharrt auf diesem Standpunkt. Edgy, vielen Dank. Also ist es entschieden. Unter solchen Umständen kann ich kein Urteil verkünden. Right. Es sieht so aus, als hätte ich hier meinen Teil erfüllt. Es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Franziska von Karma, du bist eine wundervolle Partnerin. Wie bitte? Es gab einen Grund, nur einen einzigen, warum ich hier bin. Die Dunkelheit, die in diesem Fall lauert, aufzudecken und dann an Wright weiterzugeben. Wirklich? Darum geht es hier? Das hättest du mir von Anfang an sagen sollen. Dann hätte ich die ganzen Peitschenhiebe von Franzi nicht zugelassen. Ja! Miles Edgeworth, es ist mir egal, wozu du hier warst. Das war meine Chance, dich unter meinem Absatz zu zerquetschen. Welche Schande, dass dir diese Chance entronnen ist. Welche Schande? Ja, Franzi! Das ist alles deine Schuld. So ein schrecklicher Zeuge.
Du bist eine Beleidigung für das ganze Rechtssystem. Au, 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 autsch. Ich verlange Genugtuung. Kreatur down, Kreatur down. Ich kann nicht glauben, dass die Aussage des Zeugen mit dem Fall hier zu tun hat. Aber es muss eine Art Antwort auf die aufgeworfenen Fragen geben. Waren die heute gehörten Worte Wahrheit oder Lüge? Das nächste Mal, wenn wir uns in diesem Gerichtssaal versammeln, sind das die Dinge, die angesprochen werden müssen. Ich zähle auf gründliche Ermittlungen seitens der Verteidigung und Anklage. Und hiermit liegt der Rest in deiner Hand, Wright. Das Gerücht ist vertagt. Fortsetzung folgt. Und dank der Telefonunterbrechung machen wir natürlich auch weiter. Februar, 3.43 Uhr. Hottie-Klinik, Intensivstation. Ich bin noch so spät auf, weil ich mir die Protokolle eines gewissen Falles durchlese. Es handelt sich um den ersten Fall, den meine Mentorin Mia vor Gericht verhandelt hat, also der vierte Fall. Die schreckliche Wahrheit dieser Seiten hält mich gegen meinen Willen wach. Dahlia Hawthorne. Ich will nicht glauben, was ich da lese. Das, was hier steht, das ist nicht die Dahlia, die ich kannte. Nachdem ich in den Adlerfluss gestürzt war, wurde ich auf wundersame Weise gerettet. Au, mein Kopf. Naja, nicht ganz. Ich habe mir eine grauenvolle Erkältung geholt. Mir ist schwindelig. Ich habe Ohrenpfeifen. Mein Hals brennt und mein Kopf platzt bald. Aber ich werde wieder gesund. Bis heute Nachmittag muss ich wieder gesund sein. Ich habe ein Treffen mit dem überlaunigsten Zeugen, den man sich nur vorstellen kann. Aber ich weiß, dass er in der Lage ist, mir zu helfen. Irgendwie. Februar, 14.43 Uhr, Dämmerbrücke. Wright, bist du dir sicher, dass es hier schon gut genug geht? Du bist immer noch etwas grün um die Nase. Ein Künstler würde vielleicht von Veronese Grün sprechen. Mein Fieber ist schon ganz gut runtergegangen. Wie hoch ist er denn gerade? Nur noch 39 Grad. Kein Grund zur Sorge. Jedenfalls, ich habe das Protokoll der heutigen Verhandlung gelesen. Nicht schlecht, Edgeworth. Unter den gegebenen Umständen sogar beeindruckend. Wir sind noch nicht über den Berg. Der Knackpunkt morgen wird die Mordwaffe sein. Ja. Immerhin wurde der tödliche Streich nicht mit dem Shishishito ausgeführt. Das heißt, dass sich irgendwo noch ein Schwert befindet, von dem wir nichts wissen. Noch ein Schwert, hm? Mach dir da mal keine Sorgen, Junge. Wenn ich die Mordwaffe nicht finde, fresse ich meinen Mantel. Vielen Dank, Edgeworth. Ich werde die Sache jetzt übernehmen. Hey, ist wahrscheinlich besser so. Ich hatte sowieso vor, dem alten Revier mal einen Besuch abzustatten. Es gibt da etwas, das ich mir gerne mal genauer ansehen würde. Und das wäre? Die Vorgeschichte unserer Mandantin natürlich. Sie meinen Iris, Sir? Es kommt mir so vor, als wären wir uns schon einmal begegnet. Ich will Klarheit, mit welchem Ergebnis auch immer. Und da du mir dabei wahrscheinlich keine große Hilfe sein wirst... Tut mir leid, Edgeworth. Leb wohl, Wright. Pass auf dich auf. Ich werde mich dann wohl auch auf den Weg machen. Wieso? Werden sie irgendwo gebraucht? Ja, ich muss mich mal daran machen, diese Brücke zu reparieren, Junge. Ich baue da etwas zusammen, damit wir auf die andere Seite kommen. Ach, stimmt ja. Maya sitzt ja immer noch im inneren Tempel fest. Keine Sorge, Junge. Wenn alles fertig ist, erfährst du es als Erster. Danke, Gamsho. Kein Problem, Junge. Steck mich einfach nicht an, okay? Also gut, bin unterwegs. Halte durch, Maya.
Wir holen dich da raus. Versprochen. Aber in der Zwischenzeit muss ich weitere Beweise sammeln. Ja, wie sieht denn unsere Detektivarbeit wieder aus? Das erfahren wir im nächsten Part. Bis dann.